Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zu dieser insgesamt vierten Vorlesung in der Einführung in die Erkenntnistheorie, Wahrheit und Wissen. Ich habe bisher einiges Grundlegendes zum Wahrheitsbegriff im Kontext der Erkenntnistheorie gesagt und habe auch ziemlich ausführlich Ihnen realistische Wahrheitstheorien vorgestellt. Heute möchte ich ein bisschen noch also um das Thema Wahrheit abzuschließen, auch über antirealistische Wahrheitstheorien sagen. Den Abschnitt, den heute besprochenen Abschnitt, habe ich Zweifel am realistischen Wahrheitsbegriff überschrieben. Diese Zweifel können sich in unterschiedlicher Art und Weise ausdrücken. Sie können zu grundsätzlichen Zweifeln am Wahrheitsbegriff überhaupt führen. Oder sie können eben spezifischer die Form annehmen, nur am realistischen Wahrheitsbegriff zu zweifeln und dann zu sagen, man sollte vielleicht lieber doch einen antirealistischen, einen epistemischen Wahrheitsbegriff vertreten. Ich habe schon in der Vorlesung ziemlich klar zum Ausdruck gebracht, dass ich es für angemessen und angezeigt halte, in der Erkenntnistheorie auf realistische Wahrheitsbegriffe zu setzen. Aber ich möchte heute trotzdem nochmal versuchen, auch auf diejenigen Überlegungen und Anliegen einzugehen, die manche Philosophinnen und Philosophen trotzdem dazu bewegen und bewegt haben, eher am realistischen Wahrheitsbegriff zu zweifeln. Und ich möchte auch deshalb mir dafür Zeit nehmen und das nochmal gründlich behandeln, weil ich davon ausgehe, dass Sie möglicherweise in Ihren anderen Fächern, wenn Sie neben der Philosophie noch andere geisteswissenschaftliche Fächer studieren, auch dort in diesen Fächern zum Teil auf Positionen treffen werden, die eben dem Wahrheitsbegriff grundsätzlich eher skeptisch gegenüberstehen. Und möchte deshalb nochmal etwas ausführlicher darauf eingehen, wie man einer solchen Skepsis eigentlich seitens der Philosophie gegenübertreten könnte. Und ein Ausgangspunkt davon, also ich gehe davon aus, dass viele Positionen, die am Wahrheitsbegriff oder spezifischer an einem realistischen Wahrheitsbegriff zweifeln, eine gemeinsame motivationale Grundlage haben, die etwas damit zu tun hat, dass der Verdacht besteht, dass dieser Wahrheitsbegriff irgendwie letztlich uneinholbar ist, so ein realistischer Wahrheitsbegriff. Und um das auszudrücken, bietet sich die Metapher vom archimedischen Punkt an. Archimedes soll über, Sie wissen, Archimedes hat über so einfache Kraftmaschinen wie die schiefe Ebene, den Hebel und den Flaschenzug Überlegungen angestellt, und er soll über die machtvollen Möglichkeiten, die mit diesen einfachen Mechanismen verbunden sind, die folgende Aussage gemacht haben: Dosmoi pusto kai kino tangen. Also, gib mir, wo ich stehen kann, gib mir einen Punkt, wo ich stehen kann, und ich bewege die Erde. Ich brauche nur einen Punkt, wo ich den Hebel ansetzen kann. Dann kann ich die Welt bewegen. Und diese Redeweise vom archimedischen Punkt, die sich von dieser Aussage ableitet, insbesondere eben ist eine etablierte Redeweise, die sich davon ableitet, darauf hinzuweisen, dass es nun einmal keinen archimedischen Punkt gäbe. Und das bedeutet, wenn man den Kontext und die Herkunft dieser Bemerkung berücksichtigt, eben streng genommen, dass etwas, das rein hypothetisch, rein theoretisch gesprochen seine Richtigkeit haben mag, dass man mit einem ausreichend langen Hebel die Erde bewegen könnte,
In unserer Welt, in unserer Erfahrungswirklichkeit, in unserer Lebensrealität keine Geltung beanspruchen kann, weil die Realisierung davon voraussetzen würde, dass man sich auf einen Punkt außerhalb der Welt, auf einen unerreichbaren und unmöglichen Standpunkt außerhalb unserer Welt positionieren müsste. Und diese Rede vom archimedischen Punkt ist deshalb besonders gut geeignet, um eine große Zahl von Argumentationsvarianten zu charakterisieren, die alle eben zeigen sollen, dass der Wahrheitsbegriff erkenntnistheoretisch diskreditiert ist. Das ist eine Grundidee dabei. Denn auch diese Diskreditierung des Wahrheitsbegriffs, die angebliche Diskreditierung des Wahrheitsbegriffs, folgt aus der Unmöglichkeit, den Wahrheitsbegriff in der Welt, in der wir uns als kognitive Wesen finden, in Anwendung zu bringen, sinnvoll in Anwendung zu bringen. Und Überlegungen in dieser Art kann man vielleicht wie folgt einmal umreißen. Eine Befürchtung ist, die immer dem zugrunde liegt, ist, der analytische Realismus, realistische Wahrheitsbegriffe machen Wahrheit zu etwas Uneinholbaren, etwas unanwendbar. Die sinnvolle Anwendung des Wahrheitsbegriffs würde es voraussetzen, Aussagen und Überzeugungen, also die Dinge, die wahr oder falsch sein können angeblich, mit der Wirklichkeit zu vergleichen, abzugleichen. Wahr stimmt mit der Überzeugung, mit der Wirklichkeit überein. Falsch stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Aber auf diese Wirklichkeit haben wir keinen Zugriff und deshalb ist ein solcher Vergleich unmöglich. Wir müssten uns dafür auf einen archimedischen Standpunkt außerhalb unseres kognitiven Geschehens positionieren. In Wirklichkeit können wir nie eine Überzeugung mit der Wirklichkeit vergleichen. Wir können nie eine Überzeugung mit einem Satz mit der Wirklichkeit vergleichen. Wir können immer nur einen Bewusstseinsinhalt mit einem anderen Bewusstseinsinhalt vergleichen. Und wenn man jetzt sagt, naja gut, aber manchmal gehört es doch zu unserer Erfahrungswirklichkeit auch, dass zumindest unsere Sinne im Geschehen, im Sinnesgeschehen unsere Sinnesinhalte mit einer außerkognitiven Wirklichkeit konfrontiert, wird dazu sagen eben die Wahrheitsbedenkenträger, nein, das ist gar nicht so. Auch die Inhalte unserer Sinneswahrnehmung sind immer schon durch Kategorien und Begriffe vorgeprägt und vermittelt. Die sind nicht so zu verstehen, dass sie eine unmittelbare Konfrontation von Bewusstseinsinhalten mit einer außermentalen Wirklichkeit ermöglichen würden. Auf Sinneswahrnehmung werde ich in dieser Vorlesung nochmal separat genauer zu sprechen kommen. Hier jetzt zunächst eben so nur so als grobe Skizze von dem, was einerseits tatsächlich manche Philosophen sich gedacht haben und andererseits, glaube ich, noch viel verbreiteter ist in den Geisteswissenschaften außerhalb der Philosophie. Auch wenn solche Überlegungen, die hinter der Wahrheitsskepsis stehen, selten ausführlich artikuliert werden, ist es, glaube ich, so eine Gemengelage von solchen Bedenken, die eine Zurückhaltung vornehmen gesagt oder sogar eine Ablehnung von jeglichen Bezügen auf den Wahrheitsbegriff motivieren. Aber wie gesagt, es gibt auch durchaus philosophische Autoren, bei denen wir solche Überlegungen finden. Und einer davon ist etwa Richard Rorty, ein amerikanischer Philosoph in der Tradition des amerikanischen Pragmatismus, der sich
in seinem Buch Consequences of Pragmatism zum Beispiel wie folgt äußert, und da finden Sie einiges von dem widergespiegelt, was ich gerade skizziert habe. There is no point in raising questions of truth, because between ourselves and the thing judged, there always intervenes mind, language, a perspective chosen among dozens, one description chosen out of thousands. Und an anderer Stelle bringt er es eben auf den Punkt: There is no way to get outside our beliefs and our language so as to find some test other than coherence. Also ein Test für die Wahrheit von Überzeugungen oder Sätzen gibt es eben nicht, weil wir outside our beliefs and our language dafür treten müssten, auf diesen unmöglichen archimedischen Punkt, Entschuldigung. Und der einzige Test, den wir haben, ist Kohärenz. Und damit, mit dem Stichwort Kohärenz, kommen wir eben schon in eine Richtung, die eine Lösung oder eine Antwort auf diese Gemengelage zu geben verspricht. Nämlich, warum sollte man dann nicht vielleicht diese Kohärenz von Bewusstseinsinhalten untereinander als Wahrheit verstehen? Das ist eine, das, also es gibt unterschiedliche, das muss nicht etwas sein, was aus dieser Haltung folgt. Ne? Man kann aus dieser Haltung entweder folgern zu sagen, vom Wahrheitsbegriff sollte man einfach lieber die Finger lassen, den sollte man irgendwie in Ruhe lassen, von dem sollte man sich verabschieden, man soll, weil er immer nur Missverständnisse und Illusionen dieser Art hervorruft. Oder man sagt, wir deuten den Wahrheitsbegriff so um in Richtung Kohärenz. Und da noch stärker in diese Richtung, in diese zweite Richtung, gehen zum Beispiel die folgenden Bemerkungen von Otto Neurath. Die sind also deutlich älter als diese Überlegungen von Rorty. Otto Neurath, eines der schillernderen Mitglieder des Wiener Kreises. Ja, man sollte nicht vergessen, dass im Wiener Kreis wirklich, also der Wiener Kreis gilt vielen noch immer als so die Brutstätte des klassischen logischen Positivismus. Man sollte aber nicht vergessen, dass die Philosophien, die im Wiener Kreis diskutiert und entwickelt wurden, sehr viel vielfältiger und interessanter sind als diese einfache Lehrbuchsichtweise suggeriert. Also Neurath gehört dazu den etwas zu den Autoren, die oft vom Mainstream der anderen Mitglieder des Wiener Kreises abweichen, aber es gibt auch bei den anderen Mitgliedern wirklich eine ziemlich interessante Vielfalt von Positionen. Und bei Neurath finden wir jedenfalls schon so ganz ähnliche Bedenken, wenn Sie mal schauen, was er hier schreibt in einem langen Aufsatz, der den Titel Soziologie im Physikalismus trägt. Also, man kann auch nicht die Sprache mit den Erlebnissen oder mit der Welt oder mit einem Gegebenen konfrontieren. Neben dem gegenwärtigen Aussagensystem gibt es nicht auch noch ein wahres Aussagensystem. Aussagen werden mit Aussagen verglichen, nicht mit Erlebnissen, nicht mit einer Welt, noch mit sonst etwas. Das ist eben schon irgendwie von der Art her ganz ähnlich wie bei Rorty, außer dass bei Rorty haben wir von Bewusstseinsinhalten gesprochen, von Belief und hier ist ausdrücklich von Aussagen die Rede. Und bei Neurath finden wir jetzt tatsächlich auch diese Richtung, dann einen Begriff von Wahrheit oder Richtigkeit, wie er das an einer Stelle nennt,
im Sinne der Kohärenz der Aussagen des gegenwärtigen Aussagensystems untereinander zu etablieren. Hier etwa nochmal aus Soziologie im Physikalismus. Also, wenn die Kohärenz von Aussagen untereinander das Beste ist, was wir erreichen können, warum verstehen wir dann nicht einfach unter dieser, unter Wahrheit, dass nämlich die Kohärenz hier in Neuraths Worten richtig heißt eine Aussage dann, wenn man sie eingliedern kann. Was man nicht eingliedern kann, wird als unrichtig abgelehnt. Statt die neue Aussage abzulehnen, kann man auch, wozu man sich im Allgemeinen schwer entschließt, das ganze bisherige Aussagensystem abändern, bis sich die neue Aussage eingliedern lässt. Und wenn man sie eingliedern lässt, heißt sie richtig. Und in einem anderen Aufsatz bringt er es auf den Punkt, indem er sagt, einen anderen Wahrheitsbegriff kann es für die Wissenschaft nicht geben. Also, als Kohärenztheorie der Wissenschaft, der Wahrheit, Entschuldigung, kann man verstehen, eine Theorie, die besagt, dass ein Satz genau dann wahr ist, wenn er zum kohärentesten für uns erreichbaren Überzeugungssystem gehört. Auch hier, wie wir das bei den anderen Wahrheitstheorien auch schon mal besprochen haben, sollte man lieber nicht von der Kohärenztheorie sprechen, sondern von Kohärenztheorien, wegen der verschiedenen möglichen Varianten, die hier möglich sind. In jedem Fall ist natürlich eine Kohärenztheorie der Wahrheit eine antirealistische Wahrheitstheorie, weil sie eben Wahrheit gerade eben nicht als etwas auszeichnet, das von uns unabhängig ist, sondern da es um für uns erreichbare Überzeugungssysteme geht, werden ausdrücklich epistemische Bedingungen in den Wahrheitsbegriff eingebaut und die Wahrheit erweist sich nicht als etwas, das unabhängig von unserem kognitiven Handeln entweder so ist oder nicht so ist, sondern etwas, das ganz ausdrücklich von unseren kognitiven Aktivitäten abhängig ist. Ich möchte direkt darauf hinweisen, dass man der Kohärenztheorie einige schwierige Fragen einfach stellen muss. Die erste und gleich ziemlich schwierige Frage ist, was bedeutet denn Kohärenz? Was bedeutet es, dass die Aussagen miteinander kohärent sein müssen? Jetzt habe ich schon vorgeblättert mit auf die nächste Folie, aber wir gucken noch mal auf die nächste Folie zurück, was hier steht bei auf die letzten Folien. Was steht hier eigentlich? Bei Neurath die Aussage, es fängt davon ab, ob man die Aussage eingliedern kann oder ja, so diese Zitate geben da nicht so viel her, aber wenn man in die Aufsätze reinschaut, an diese Aussage zeigt es eigentlich schon ziemlich klar und wenn man noch genauer in die Aufsätze reinschaut, sieht man, dass es bei Neurath im Prinzip die Grundidee dazu ist, dass Kohärenz Freiheit von logischen Widersprüchen ist. Also eine Aussage eingliedern können bedeutet, die Aussage erzeugt keine logischen Widersprüche. Und das ist nun einmal einfach als Grundlage einer Wahrheitstheorie ganz sicher nicht ausreichend. Das ist viel zu schwach. Denn es gibt natürlich unendlich viele verschiedene widerspruchsfreie Aussagensysteme. Jeder beliebige Satz ist Teil eines widerspruchsfreien Aussagensystems. Es sei denn, der Satz ist selbst widersprüchlich. Also wenn ein Satz nicht gerade selbst widersprüchlich ist, dann ist er Teil eines widerspruchsfreien Aussagensystems.
insbesondere vor dem Hintergrund der Punkte, die auch Neurath ausdrücklich vertritt, dass auch Beobachtungssätze nicht irgendwie von diesem Diktum, dass sie nämlich nicht unmittelbar mit der Wirklichkeit verglichen werden können oder so, ausgenommen sind. Also sie können um jeden beliebigen Satz ein widerspruchsfreies Aussagensystem konstruieren. Und auch wichtig, es gibt zahllose Möglichkeiten, jedes Überzeugungssystem konsistent zu erweitern, also konsistent im Sinne von frei von logischen Widersprüchen. Also, ich nehme jetzt mal als Beispiel mein tatsächliches gegenwärtiges Aussagensystem. Ich kann diesem Aussagensystem ohne Widerspruch den Satz Cäsar pfiff ein Liedchen, als er den Rubikon überschritt, hinzufügen. Es entsteht dadurch kein logischer Widerspruch mit irgendeiner Überzeugung, die ich habe. Ist dieser Satz deshalb wahr? Nur weil er keinen Widerspruch erzeugt? Das scheint aus verschiedenen Gründen höchst seltsam. Also ja, es ist konsistent mit allen meinen Überzeugungen. Es ist, aber deshalb ist es doch nicht automatisch wahr. Vor allen Dingen, also jetzt habe ich diese Überzeugung gebildet und mache sie und deshalb ist sie wahr. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr die Überzeugung bilden, Cäsar pfiff kein Liedchen, als er den Rubikon überschritt, denn das lässt sich jetzt nicht mehr widerspruchsfrei eingliedern in das Aussagensystem. Aber ich hätte natürlich auch anders anfangen können. Ich hätte mit der Überzeugung anfangen können und dann wäre es eben wahr, dass Cäsar kein Liedchen pfiff, als er den Rubikon überschritt. Also, Widerspruchsfreiheit frei von logischen Widersprüchen. Und es ist nicht klar, welches von diesen beiden Aussagensystemen irgendwie kohärenter wäre. Beziehungsweise ist ziemlich klar, dass eben nicht eins von den beiden kohärenter ist als das andere. Das eine ist, also im Neurathschen Sinne, also frei von logischen, das eine ist frei von logischen Widersprüchen, das andere ist auch frei von logischen Widersprüchen und mehr kann man dazu halt nicht sagen, wenn Kohärenz nichts mehr ist als Freiheit von logischen Widersprüchen. Also dieser schwache Kohärenzbegriff taugt überhaupt nichts, gar nichts. Damit die Kohärenztheorie überhaupt eine Chance hat, anzufangen irgendwie zu starten, brauchen wir, muss sie schon irgendwie sowas sagen wie, das kohärenteste mögliche Überzeugungssystem ist eines, bei dem die Gesamtheit der Aussagen durch wechselseitige Stützungsbeziehungen und eben nicht nur deduktiv-logische Beziehungen, sondern andere Arten von Stützungsbeziehungen, wie zum Beispiel probabilistische, diese Annahme macht diese Beobachtung wahrscheinlicher, ne? Oder explanatorische Beziehungen, also diese Annahme würde das erklären. Also die Gesamtheit der Aussagen müssen durch wechselseitige Stützungsbeziehungen maximal eng vereinheitlicht werden. So eine Idee müsste das sein, um eine vernünftige Kohärenztheorie überhaupt anfangen zu können, aufzubauen. Leider haben sich die Kohärenz, leider, also sozusagen Kohärenztheorien sind als populär diskutierte oder manchmal eben populär angesprochene Möglichkeiten einer Wahrheitstheorie viel beliebter denn als wirklich ernsthaft von Philosophinnen und Philosophen diskutierte Wahrheitstheorien. Deshalb gibt es nichts wirklich, wo wir da ansetzen können, also keine gut ausgearbeiteten, technisch gut ausgearbeiteten Positionen der Kohärenztheorie, aber es gibt so Überlegungen, die ungefähr in diese Richtung gehen, also in der vereinheitlichtes System von wechselseitigen Stützungsbeziehungen gibt es bei dem britischen Neo-Hegelianer Francis Bradley
in einem Aufsatz On Truth and Coherence, wo er den Begriff der Comprehensiveness entwickelt. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Also, so ein Kohärenzbegriff, also das ist jetzt noch keine sehr präzise Position, die ich hier mit dem, was ich hier angedeutet habe, umschreibe. Aber wir können zumindest mal festhalten, was so ein Kohärenzbegriff leisten müsste. Er müsste idealerweise ein kohärentes System auszeichnen, also ein kohärentes Testsystem oder wenigstens eine nicht triviale Auswahl von Systemen, sodass Trivialität vermieden wird. Also sodass also nicht jeder beliebige Satz gleichermaßen Teil des kohärentesten möglichen Überzeugungssystems ist. Weil dann können wir uns den Wahrheitsbegriff auch gleich ganz sparen. Ne? Also wenn wenn es nicht wahrer ist, zu sagen, dass der Verbrauch fossiler Brennstoffe den Klimawandel befeuert, als zu sagen, dass der Mond aus grünem Käse ist, dann bringt uns so eine Wahrheitstheorie halt überhaupt nichts. Das eine, man muss irgendwie sagen, okay, das ist das eine, Verbrauch fossiler Brennstoffe trägt zum menschengemachten Klimawandel bei, gehört irgendwie zum kohärentesten System oder zu allen kohärentesten Systemen, die für uns erreichbar sind, während das nicht für absolut jeden Satz und seine Negation gleichermaßen gilt. Und es muss auch, also dieses System muss dann auch erklären können, oder dieser Kohärenzbegriff müsste auch erklären können, warum ein willkürlich hinzugefügter Satz das System als Ganzes weniger kohärent macht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt willkürlich mit meinem tatsächlich bestehenden Überzeugungssystem den Satz Cäsar pfiff ein Liedchen, als er den Rubikon überschritt, hinzufüge, dann muss dieser Kohärenzbegriff mir auch irgendwie sagen, warum das Gesamtsystem danach weniger kohärent ist als vorher. Nur zum Beispiel, weil dieser Satz jetzt isoliert an der Seite steht, wird eigentlich nicht durch nichts von dem, wovon ich überzeugt bin, gestützt, explanatorisch oder probabilistisch. Und dann haben wir ein insgesamt weniger vereinheitlichtes, verbundenes System. Ist ja nicht völlig unvorstellbar. Trotzdem hat eine solche Position, die wir jetzt schon relativ großzügig versucht haben zu rekonstruieren, ohne dass uns die tatsächlich existierenden Kohärenztheoretiker dabei wirklich eine große Hilfe wären, einige erwartbare massive Probleme. Mal angenommen, wir hätten so einen Kohärenzbegriff, der das leistet, was ich gerade umrissen habe. Es stellen sich einfach grundsätzlich schwierige Fragen. Ist es wirklich ausgeschlossen, dass es verschiedene maximal kohärente Satzmengen gibt, von denen eine den Satz P und andere den Satz nicht P enthält? Also die sich untereinander logisch widersprechen. Das müsste Also entweder leistet der Kohärenzbegriff das, diese Art von Eindeutigkeit, oder wir müssen irgendwie hinnehmen, dass der Satz des ausgesprochenen Dritten ausgeschlossen oder der Satz vom Widerspruch nicht mehr gilt, also dass P und nicht P gleichermaßen wahr sein könnten. Das hat ziemlich desaströse Folgen für die Möglichkeit, rationalen Diskurs zu führen. Denn wenn ich Ihnen dann sage, das und das ist der Fall, zum Beispiel Verbrauch von fossilen Brennstoffen befördert den menschengemachten Klimawandel, dann könnten Sie halt sagen, ja gut, okay, aber es ist auch nicht der Fall. Ja, an dem Punkt könnten wir uns nicht mehr gut weiter unterhalten, ne? Weil ich könnte nicht sagen, Moment mal, das kann doch nicht, also entweder es ist der Fall oder es ist nicht der Fall. Nein.
Unsere Kohärenztheorie der Wahrheit sagt gar nicht, dass es entweder der Fall oder nicht der Fall ist. Vielleicht ist das eine kohärent und das andere auch genauso. Okay, also, zweites Problem. Wir haben gesehen, dass der Kohärenzbegriff muss sowas leisten, wie erklären, dass ein willkürlich hinzugefügter Satz das System als Ganzes weniger kohärent macht. Aber ist es denn so, dass etwas nur wahr sein kann, wenn es Teil einer maximal kohärenten Menge ist? Kann es nicht auch einzelne für sich stehende, völlig isolierte Wahrheiten geben, die einfach so neben allem anderen stehen, aber trotzdem wahr sind? Zum Beispiel, dass Cäsar ein Liedchen pfiff, als er den Rubikon überschritt. Das kann doch wahr sein. Ich weiß es halt nur nicht. Und eine weitere damit, also gut, das ist, das trifft jetzt noch den, also ich wollte nicht Question Begging werden. Es geht mir nicht darum zu sagen, es gibt, wenn man anfängt zu sagen, es gibt doch Dinge, die können wahr sein, ohne dass wir das wissen, ja, dann sind epistemische Wahrheitstheorien sowieso raus. Aber der Punkt ist hier, ein kohärentistischer Wahrheitsbegriff würde eben diese enge Verbundenheit von allem miteinander voraussetzen. Und es könnte nicht einfach mal so ein paar abseitige Einzelwahrheiten geben, die einfach für sich genommen dastehen. Und es ist eigentlich aber nicht einzusehen, warum es sowas nicht geben können sollte. Ein weiterer Punkt, kann etwas nur dann wahr sein, wenn es eine potenzielle menschliche Überzeugung ist. Also die Grenzen, die Begrenztheit dessen, was grundsätzlich wahrheitsfähig ist, und unter dieser Position ist schon ziemlich stark. Es ist ein ganz schön engstirniger Wahrheitsbegriff. Ne? Also es gibt keine Wahrheiten, die über unseren Horizont hinausgehen. Kann es grundsätzlich nicht geben. Die Kohärenztheorie ist nicht der einzige Kandidat für eine antirealistische Wahrheitstheorie, für einen aletischen Antirealismus, die irgendwie versucht, aufgrund dieser angeblichen epistemischen Diskreditiertheit des realistischen Wahrheitsbegriffs nach Alternativen zu suchen, sondern eine weitere, teilweise recht beliebte Variante ist der wahrheitstheoretische Pragmatismus. Und die mit bekannteste und wahrscheinlich jedenfalls die solideste und vielversprechendste Idee, einen pragmatistischen Wahrheitsbegriff zu etablieren, die kommt von Charles Sanders Peirce, einem Mitbegründer des amerikanischen Pragmatismus. Und ja, also Peirce. Bei der Gelegenheit gucken Sie noch mal genau hin, merken Sie sich, wie das geschrieben wird: EIRCE, und ausgesprochen wird es Peirce. Was Peirce hier sagt, ist Folgendes: The opinion which is fated to be ultimately agreed to by all who investigate is what we mean by the truth. Und im Originalschrift, das ist ein sehr berühmter Aufsatz von ihm, How to Make Our Ideas Clear, ist eben eine Fußnote an dem Fated, wo er klar macht, mit Fated meine ich nicht irgendwie ein abstraktes, metaphysisches Schicksal oder so, sondern ich meine einfach nur, Fate means merely that which is sure to come true and can nohow be avoided. Interessant hier, dieses zirkuläre Auftreten von True. Naja.
Also, ich versuche mal rekonstruieren, zu paraphrasieren, wie Peirce hier versucht, Wahrheit zu definieren. P ist wahr, genau dann, wenn sich die Gemeinschaft der Forschenden, wenn die Forschungen lange und gut genug fortgesetzt würden, auf P einigen würden. Der Ziel- und Endpunkt am Ende der Untersuchung. Am Ende der großen Menschheits- Untersuchung aller Fragen. Das, was wir am Ende sagen werden, das ist die Wahrheit. Auch diese Wahrheitstheorie ist motiviert, wie die ganze pragmatistische Philosophie, durch das den unbedingten Willen, philosophische Grundbegriffe immer an in der Lebens- und Erfahrungswirklichkeit einholbare Kriterien zu binden, zumindest prinzipiell einholbare Kriterien zu binden. Also sie ist auch motiviert durch das Bedenken, die Befürchtung, dass der realistische Wahrheitsbegriff das nicht leistet, sondern dass der Wahrheit als etwas im Prinzip nicht erfassbares und deshalb auch als etwas Unbrauchbares und für die Erfahrungswelt Unnützes eigentlich stehen lässt. Anstatt hier Peirce-Exegese zu betreiben, möchte ich das erläutern nochmal anhand von einem Zitat von einem Fan des Pragmatismus. Wobei es sich wiederum um ein Mitglied des Wiener Kreises handelt, nämlich den Mathematiker Hans Hahn. Der schreibt 1933 über den pragmatistischen Wahrheitsbegriff, den er eben für den er wirbt. Also Sie sehen auch hier noch, also innerhalb des Wiener Kreises zum Beispiel eben ganz verschiedene Wahrheitsbegriffe. Neurath geht in Richtung Kohärentismus und Hahn in Richtung Pragmatismus. Wir finden aber auch andere Mitglieder des Wiener Kreises, wo sie durchaus Ansätze zu einem realistischen Wahrheitsverständnis sehen, nämlich zum Beispiel bei Schlick. Aber hier, das ist jetzt nicht unser Thema. Hahn sagt Folgendes: Freilich wird dadurch, also durch den pragmatistischen, nach Peirce definierten Wahrheitsbegriff, die Wahrheit ihres absoluten, ewigen Charakters entkleidet. Sie wird relativiert, sie wird vermenschlicht, aber der Wahrheitsbegriff wird anwendbar. Und welchem Zwecke könnte ein Wahrheitsbegriff dienen, der nicht anwendbar ist? Also das ist der Sinn und Zweck dieses Moves. Und das bei den originalamerikanischen Pragmatisten können Sie auch solche Stellen finden. Deshalb ist es eine besonders empfindliche Frage für pragmatistische Wahrheitstheorien, ob der pragmatistische Wahrheitsbegriff eigentlich wirklich leichter anwendbar ist als der realistische. Also, anstatt mich zu fragen, also, ist die... Was bedeutet es zu sagen, dass von den Sätzen die Anzahl der Bäume in Finnland ist eine gerade Zahl und die Anzahl der Bäume in Finnland ist eine ungerade Zahl, einer mit Sicherheit wahr ist? No, das behaupte ich mal. Realistische Wahrheitstheoretiker müssen sowas sagen wie, ja, dass einer von denen stimmt mit der Wirklichkeit überein oder es bedeutet eben, der deflationäre Wahrheitstheoretiker würde sagen, es bedeutet eben, dass die Anzahl der Bäume in Finnland eine gerade Zahl ist oder die Anzahl der Bäume in Finnland eine ungerade Zahl ist. Und die pragmatistisch orientierten Denker wie Hahn und Peirce würden eben sagen, ja, das ist aber doch seltsam, dass ich das irgendwie mit der Wirklichkeit vergleichen muss. Das kann ich doch letztlich gar nicht. Stattdessen hängt es davon ab, was die Menschheit am Ende aller Zeit darüber sagen wird, ob
am 23. April 2021 die Anzahl der Bäume in Finnland gerade oder ungerade ist. Und jetzt stell ich mir die Frage, ist das wirklich irgendwie leichter anwendbar oder klarer, direkter anwendbar? Ist es irgendwie nachvollziehbarer, was das konkret bedeutet, als einfach zu sagen, ja, das muss halt entweder mit der Wirklichkeit, also einer von den beiden Sätzen stimmt halt mit der Wirklichkeit überein. Auch die Pragmatisten wollen Wahrheit nicht, also der Witz beim Pragmatismus, bei dieser Peirce'schen Variante jedenfalls, ist, dass er durchaus möchte, dass Wahrheit etwas ist, was nicht gleich im ersten Zugriff direkt unmittelbar von unseren Überzeugungen abhängt, zum Beispiel. Also das wäre ja auch, das würde direkt dazu führen, dass alle unsere Überzeugungen wahr sind oder dass wir alle, also dass wir keine falschen Überzeugungen haben. Das ist natürlich, natürlich möchte Peirce die Möglichkeit einräumen, dass wir falsche Überzeugungen haben können, dass wir auch das, was wir jetzt nach wissenschaftlicher Untersuchung für wahr halten, dass auch das sich noch als falsch erweisen kann. Und deshalb hat er diesen limitativen Begriff sozusagen, ja, nein, nicht das, was wir jetzt nach so ein bisschen forschen, denken, nicht das ist das, was wahr oder falsch ist, sondern das, was am Ende der Zeit, wenn all die Mühen der menschlichen Forschung ausgeführt sind, was dann steht, das ist wahr. Aber es ist eine berechtigte Frage zu fragen, ob das den Wahrheitsbegriff wirklich einholbarer und pragmatisch handhabbarer macht, als direkt einfach zu sagen, das, was mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Noch eine ketzerische Frage. Warum sollen wir glauben, dass in einer lang genug fortgesetzten Untersuchung jeder winzige Fehler entdeckt wird? Was zum Beispiel, wenn zwischendurch wichtige empirische Belege verloren gehen? Warum soll ich glauben, dass am Ende der Forschung wirklich herausgefunden worden ist, ob die Anzahl der Bäume am 23. April 2021, die Anzahl der Bäume in Finnland, eine gerade Anzahl oder eine ungerade Zahl gewesen ist. Und wenn nicht, dann würden diese Sätze wieder in eine Wahrheitswertlücke fallen müssen. Oder wie ist das zu verstehen? Die Möglichkeit, es scheint doch zumindest die Möglichkeit eigentlich ganz naheliegend vorstellbar zu sein, dass eine Wahrheit auf dem Weg der Untersuchung verloren gehen könnte. Also, dass zum Beispiel der wahre Umstand, dass Thorsten Willholt am Morgen des 23. April 2021 ein Müsli mit Bananen gegessen hat, dass das am Ende der Zeit vergessen worden sein könnte. Also der Umstand, dass ich das jetzt auf YouTube hochgeladen habe, ist vielleicht weniger wahrscheinlich, oder gibt eine Möglichkeit, dass es für alle Zeit im Internet irgendwo rumfliegen wird. Aber verstehen Sie, es geht hier um die prinzipielle begriffliche Möglichkeit. Ne? Es scheint doch begrifflich vorstellbar zu sein, dass solche Dinge, die wahr sind, wieder einfach von der Entropie und vom allgemeinen Chaos übergewalzt und vergessen werden können. Und wenn man Peirce' Wahrheitsbegriff ernst nimmt, müsste man sagen, nein, 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 dann sind die auch nicht wahr. Wenn am Ende der Zeit nicht mehr feststeht, dass ich heute Morgen Müsli mit Bananen gegessen habe, dann ist es auch nicht wahr, dass ich heute Morgen Müsli mit Bananen gegessen habe. Und das ist schon sehr schräg. Also es ist einfach ein Wahrheitsbegriff, der mit der ganz normalen, alltäglichen, vorreflexiven, vorphilosophischen Verwendung des Wahrheitsbegriffs überhaupt nicht auf eine Linie zu kriegen ist.
Also, wir haben hier bei den beiden epistemischen Wahrheitstheorien, die wir uns jetzt ein bisschen angeschaut haben, in beiden Fällen etwas, ein paar Schwierigkeiten aufgedeckt. Jetzt könnte man natürlich denken, na gut, okay, das waren ja jetzt auch irgendwie relativ oberflächliche Skizzen von solchen Wahrheitstheorien. Da müsste man sich einfach mal richtig ordentlich hinsetzen und es müsste mal einer nochmal richtig eine ordentliche antirealistische Wahrheitstheorie aufziehen und konstruieren, die diese Problemchen vermeidet und dann wäre das trotzdem eine attraktive Position, weil es eben diesen metaphysischen Geruch und trotz allem irgendwie noch etwas fragwürdigen Anspruch des analytischen Realismus vermeidet. Und falls Sie solchen Gedanken nachhängen, möchte ich jetzt noch einen weiteren Schritt unternehmen, um epistemische Wahrheitstheorien grundsätzlich zu diskutieren, unabhängig von der spezifischen Ausführung als Kohärenztheorie, als pragmatistische Wahrheitstheorie oder als was weiß ich. Ja? Es gibt nämlich ein sehr starkes und interessantes grundsätzliches Argument gegen epistemische Wahrheitstheorien. Und dieses Problem wird manchmal als Fitch's-Paradox bezeichnet. Und ich werde dieses Argument so semiformal konstruieren. Es tauchen jetzt also von gleich so ein paar Symbole auf, aber keine Sorge, ich werde alles versuchen, möglichst genau zu erklären. Also auch wenn Sie jetzt noch keine formale Logik gemacht haben, müssten Sie dem folgen können. Es ist sowieso, also es ist auch, es geht schon ein bisschen darüber, über das hinaus, was wir so als elementare Prädikatenlogik erster Stufe machen, weil es ist ein bisschen Modallogik mit drin. Aber es ist alles, es bleibt alles ganz elementar und lässt sich auch unabhängig von den formalen Symbolen, die ich verwenden werde, verstehen. Und ich meine aber doch tatsächlich, dass die Symbole hier helfen, die Sache einfach und klar auf den Punkt zu bringen. Also, wie kann man überhaupt ganz allgemein was über epistemische Wahrheitstheorien sagen, ohne jetzt genau davon zu sprechen, welche Wahrheitstheorie im Einzelnen gemeint ist, indem man sagt, dass alle epistemischen Wahrheitstheorien eine bestimmte Eigenschaft gemeinsam haben. Und diese gemeinsame Eigenschaft möchte ich jetzt den Erreichbarkeitsvorbehalt nennen. Und die formuliere ich so, wie das hier, das Satz E hier. Für alle Propositionen x gilt, wenn x wahr ist, dann ist es grundsätzlich möglich, dass kognitive Wesen wie wir x wissen können. Das ist eben das, was man mit epistemischen Wahrheitstheorien meint. Und ich habe hier absichtlich ein möglichst schwaches epistemisches Element gemeint. Nicht, dass wir das wissen werden, dass wir das wissen, dass wir das wissen, sondern das kognitive Wesen, wie wir das grundsätzlich wissen können. Mehr nicht. Nur, dass es grundsätzlich möglich ist, dass kognitive Wesen es wissen können. Und das scheint mir unabdingbar zu sein, um irgendwie eine Form von epistemischer Wahrheitstheorie begründen zu können. Denn das soll ja gerade der Vorteil sein. Ne? Wir wollen ja gerade eben einen Begriff der Wahrheit, der in unserer Lebenswelt anwendbar ist, sodass wir grundsätzlich eben prinzipiell kognitive Wesen wie wir auch wissen können, ob X jetzt wahr ist oder nicht. Also Wahrheit muss mit Erkennbarkeit verknüpft sein. Und das möchte ich jetzt
Erstmal auch um den Formalismus zu erklären, den ich jetzt verwenden werde, einmal formal darstellen. Also, ich benutze TX für X ist wahr, also T steht für Truth, ne? T oder True. KX, K steht für No. KX heißt, und das ist jetzt wichtig, was es genau heißt, X wird irgendwann von einem kognitiven Wesen, wie wir es sind, gewusst werden. Das ist also eine Aussage über die Zukunft. Ne? X wird gewusst werden. Und dieser sogenannte Diamant ist das modallogische Zeichen für Möglichkeit. Also es ist möglich. Es wird aber eben wirklich nur die Möglichkeit behauptet. Es wird für alle X, für alle Propositionen gilt, wenn X wahr ist, dann ist es möglich, dass in der Zukunft X von einem kognitiven Wesen, wie wir es sind, gewusst wird. Nur möglich. Möglich. So, in dieser Form, also, und ich behaupte, jede epistemische Wahrheitstheorie muss das hier, muss diesem Vorbehalt genügen. Und dieser Vorbehalt scheint harmlos genug per se, ne? Also das scheint harmlos genug. Und jetzt kommt das Argument, das ich im Folgenden genau ausführen will, aber jetzt schon als Skizze. Wir zeigen, dass aus diesem scheinbar harmlosen Vorbehalt eine absurde Folgerung folgt. Nämlich, es folgt daraus, dass alle Wahrheiten irgendwann gewusst werden. Alle Wahrheiten werden tatsächlich irgendwann von irgendeinem kognitiven Wesen gewusst. Und ja, diese Behauptung, gut, bei Peirce ist sie, je nachdem, wie man Peirce interpretiert, ne? Also es scheint ziemlich klar, dass wir Peirce so interpretieren müssen, dass die Vorstellung dessen, was am Ende der Untersuchung steht, dass das ein idealisierter, kontrafaktischer, ein fantastischer Endzustand ist. Ne? Also es geht nicht darum, was die Menschen am Weltuntergang denken. Die Welt könnte ja morgen zugrunde gehen und das ist natürlich bei Peirce nicht so gemeint, dass was dann zufälligerweise der Stand der Forschung morgen ist, das ist dann die Definition der Wahrheit, sondern es geht darum, wenn mit genug Mühe und mit genug Energie und mit genug Ressourcen immer und immer weiter geforscht würde, was würde dann am Ende rauskommen? Ne? Also, ich will damit nur sagen, das hier muss Peirce auch nicht unterschreiben. Ne? Also er muss nicht unterschreiben, dass alle Wahrheiten am Ende gewusst werden, sondern er sagt nur, wenn gefor so geforscht würde, dann würde das irgendwann rauskommen. Aber hier wird tatsächlich behauptet, jede Wahrheit wird irgendwann gewusst werden. Also, das würde zum Beispiel bedeuten, wenn ich jetzt irgendeine Zahl auf ein Blatt Papier schreibe, eine ganz lange Zahl, ne, die so lang ist, dass ich sie mir wirklich nicht merken kann, und ich zeige es niemandem von Ihnen und ich werfe den Zettel dann in den Kamin und verbrenne ihn, dann ist es nie wahr gewesen, dass diese Zahl auf diesem Zettel gestanden hat. Denn das wird nicht gewusst werden. Es ist in der Zu ja. Ich habe es vielleicht für einen kurzen Moment lang gewusst, aber ich könnte zum Beispiel das auch so hinkriegen, dass ich das auch für einen kurzen Moment lang nicht weiß. Ne? Also ich schreibe einfach so Zahlen vor mich hin, ohne mich allzu sehr darauf zu konzentrieren. Gut, man könnte tausende Illustrationen dafür finden, dass das
dass diese Position absurd ist. Aber jetzt fragen Sie sich natürlich, na Moment, aber das ist doch die Voraussetzung, hier ist ja eine viel schwächere Position. Das muss doch nur der epistemische Wahrheitstheoretiker Voraussetzung, nämlich dass prinzipiell möglich ist, es ist grundsätzlich möglich, dass ein kognitives Wesen, wie wir es weiß, nicht jede Wahrheit wird irgendwann gewusst. Und jetzt kommt der Witz eben, nämlich es lässt sich zeigen, wenn das hier gilt, dann muss auch das hier gelten. Und das funktioniert so. Also, dafür brauche ich eine neue Folie, weil ich ein bisschen Platz brauche. Ich habe jetzt hier nochmal, damit Sie das weiter vor Augen haben, die Bedeutung dieser Abkürzungen. Und wir fangen mit dieser Sache an. Also das ist das, wo wir behaupten, jede epistemische Wahrheitstheorie muss das haben, den Erkennbarkeitsvorbehalt oder Erreichbarkeitsvorbehalt. Und jetzt fangen wir an. Also, wir machen einen indirekten Beweis, dass das hier daraus folgt. Angenommen, es gibt eine Proposition P, die wahr ist, aber de facto nie gewusst werden wird. Im Widerspruch hierzu, aber noch nicht, ob offensichtlicherweise im Widerspruch dazu. Und diese Proposition nennen wir mal P. Also P sei eine Proposition, die ist wahr, TP, und sie wird nicht irgendwann einmal von einem kognitiven Wesen, wie wir es sind, gewusst werden. Nicht KP. Wenn P wahr ist, dann gilt auch P. Das ist, ja, folgt aus dem Schema, aus dem T-Schema, aber das ist eben gerade in dieser Richtung etwas, was auch epistemische Wahrheitstheoretiker anerkennen müssen. Ne? Also, dass P wahr ist, bedeutet natürlich P. Also es gilt P und nicht KP. Jetzt nochmal das T-Schema. Wenn P und nicht KP gilt, das bedeutet, dass das wahr ist. Ne? Es ist wahr, dass P gilt und P nicht gewusst werden wird von irgendeinem kognitiven Wesen, wie wir es sind. Und jetzt wenden wir auf diesen Satz hier unseren Erreichbarkeitsvorbehalt an. Also, wenn es wahr ist, dass P und nicht KP, dann muss es grundsätzlich möglich sein, dass ein kognitives Wesen, wie wir es sind, in der Zukunft einmal wissen könnte, dass P und nicht KP. Aber das hier ist absurd und offenkundig falsch. Also, die Behauptung ist hier, es ist möglich, dass ein kognitives Wesen, wie wir es sind, wissen kann, dass P und gleichzeitig das nicht einmal ein kognitives Wesen, wie wir es sind, P wissen wird. Aber das ist eben nicht möglich, dass ein kognitives Wesen, wie wir es sind, dieses hier wissen kann. Weil dazu müsste es das wissen und das wissen. Aber wenn es das hier weiß, wenn es P weiß, dann kann es nicht gleichzeitig wissen, dass niemals ein kognitives Wesen, wie wir es sind, P wissen wird. Denn das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen. Ne? Wenn es P weiß, dann ist das hier ja gar nicht mehr wahr. Genau K, P und nicht KP ist grundsätzlich nicht möglich. Es ist nicht möglich zu wissen, dass P und gleichzeitig wird nie einer wissen, dass P. Ne? Und das Ganze ist eine Reduktion, also aus der Annahme,
Aus dieser Annahme, dass es eine Proposition P gibt, die aber de facto nie gewusst werden wird, haben wir einen offenkundig falschen Satz abgeleitet. Also muss die Annahme falsch sein. Das heißt aber, alle Dinge, die wahr sind, müssen auch irgendwann gewusst werden. Ich habe das jetzt so relativ formal vorgetragen. Es gibt aber durchaus auch eine Möglichkeit, dieses Argument inhaltlich mitzuvollziehen. Und genau, Sie können das Video mal anhalten und das für sich versuchen, auch ein intuitives Verständnis dieses Arguments zu erlangen. Also, es ist eine echte interne Widersprüchlichkeit, die hier aufgedeckt wird. Zu glauben, dass ne, zu glauben, dass es möglich, dass man sowas voraussetzen darf für alle Wahrheiten sind, müssen möglicherweise gewusst werden kann. Also das führt zu einem Problem bei der Selbstanwendung. Ne? Bei der Selbstanwendung, wenn ich das selbst wiederum anwende auf Annahmen über die Wissbarkeit von Propositionen, dann dann komme ich zu diesem Widerspruch, wenn ich nicht zulasse, dass es bestimmte Dinge, die das epistemische System selbst betreffen, gibt, die gegeben und damit wahr sind, aber die Möglichkeit des Wissens transzendieren. Ne? Nämlich, dass etwas wahr sein, aber gleichzeitig nie gewusst werden wird. Ne? Das ist ja etwas. Die Möglichkeit, dass etwas wahr sein könnte, aber gleichzeitig nie gewusst werden wird, das ist etwas, was die Möglichkeiten unserer Erkenntnis grundsätzlich transzendiert. Das können wir nie, können wir aus prinzipiellen Gründen nie wissen. Also darf es sowas eigentlich nicht geben für epistemische Wahrheitstheoretiker. Und deshalb ist dieses dann auch nicht erlaubt. Okay. Das ganze Argument hat noch einen interessanten Hintergrund, weil das wird manchmal Fitch's Paradox genannt, nach Frederick Fitch, A Logical Analysis of Some Value Concepts. Wobei Fitch selber in diesem Aufsatz sagt, dass er sich das nicht selber ausgedacht hat. Es wird aber in diesem Aufsatz zum ersten Mal so formuliert, aber es ist nicht auf Fitches Mist gewachsen, sondern es hat ein anonymer Gutachter der Zeitschrift ihm vorgeschlagen. Also, ne, wenn man in der wissenschaftlichen Zeitschrift was einreicht, dann werden von Fachkollegen Gutachten eingeholt von den Herausgebern, die sagen dann, ja, das ist gut, das kann man so drucken oder das ist ganz mies, das kann man überhaupt nicht drucken. Aber in allermeisten Fällen passiert was in dazwischen, nämlich da sagen die Gutachter, ja, es ist ein ganz interessanter Aufsatz, aber hier und da müsste man noch ein bisschen was ergänzen oder diskutieren oder so. Und hier hatte eben ein Gutachter geschrieben, irgendwie ist mir bei diesen Überlegungen Folgendes eingefallen. Könnte man nicht so und so argumentieren? Und Fitch hat das dankbar aufgenommen und der Witz ist jetzt, bis heute weiß niemand, wer der anonyme Gutachter war. Denn das ist eben Betriebsgeheimnis der Zeitschriften. Und wenn die Gutachter sich nicht selbst offenbaren, was in diesem Fall dieser Gutachter nicht getan hat, dann bleibt es ein Geheimnis. So, also. Es gibt also grundsätzliche, schwerwiegende Einwände gegen epistemische Wahrheitskonzeptionen. Jetzt könnte ich vielleicht an dieser Stelle Schluss machen mit den epistemischen Wahrheitskonzeptionen. Ich fühle mich aber noch so ein bisschen verpflichtet, trotzdem auf möglicherweise noch bestehende Reste des Unwohlseins einzugehen. Vielleicht sagen manche von Ihnen,
Aber irgendwie ist doch noch was dran an der Kritik. Können kognitive Wesen wie wir denn jemals die realistische Proposition, die realistisch verstandene Wahrheit einer Proposition feststellen? Es gibt, ist jetzt eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, ganz prinzipiell zu sagen, das ist überhaupt nicht der Punkt der Wahrheitstheorien. Die Wahrheitstheorie versucht nicht, ein Kriterium zu geben, wo ein Rezept, sondern die Wahrheitstheorie versucht zu definieren, was Wahrheit ist. Und du musst du nicht, die Definition muss nicht ein Rezept liefern, wie man feststellen kann, ob etwas wahr oder nicht ist. Also aus der chemischen Definition von Säure folgt auch nicht direkt, wie du feststellen kannst, ob eine Säure, ob etwas eine Säure ist oder nicht. Die chemische Definition von Säure ist nicht ein Lackmusstreifen. Und genauso wenig muss die Wahrheitstheorie direkt ein Kriterium liefern. Also die Unterscheidung zwischen Definition und Kriterium ist das. Das wäre aber meiner Meinung nach ein bisschen zu einfach. So sollte man das, solche Einwände nicht direkt abtun. Denn es ist schon was daran, wenn die Kritik sagt, so wie das hier definiert ist, natürlich, okay, es gibt diese Unterscheidung zwischen Definition ist und Kriterium ist legitim. Eine Definition muss kein Kriterium sein. Aber das Bedenken der epistemischen Wahrheitstheoretiker oder der Wahrheitskritiker ist ja, dass diese Definition es gar nicht ermöglicht, ein Kriterium zu finden. Und wenn wir dann eben tatsächlich einen Wahrheitsbegriff hätten, der die Wahrheit als etwas nie wirklich Feststellbares stehen lässt, dann wäre das schon eine legitime Kritik am Wahrheitsbegriff. Und es wäre schon etwas, was man nicht einfach so stehen lassen kann. Ich möchte deshalb die Frage, können kognitive Wesen wie wir jemals die realistisch verstandene Wahrheit einer Proposition feststellen, auf eine ganz einfache, klare Weise bejahend beantworten. Ja, wir können sowas feststellen. Zum Beispiel, wir können feststellen, dass es wahr ist, dass Äpfel Zucker enthalten. Vorausgesetzt, wir können feststellen, dass Äpfel Zucker enthalten. Denn wenn wir festgestellt haben, dass Äpfel Zucker enthalten, dann machen wir folgendes Argument. Erste Prämisse, Äpfel enthalten Zucker. Zweite Prämisse, wenn Äpfel Zucker enthalten, dann ist es wahr, dass Äpfel Zucker enthalten. Das ist eine Instanz der T-Schemata, die wir schon gesehen haben. Und also nichts weiter als eine Instanz von wenn P, dann ist es wahr, dann P. Und aus den beiden können wir mit Hilfe vom Modus Ponens folgern, es ist wahr, dass Äpfel Zucker enthalten. Jetzt werden Sie möglicherweise sagen, das ist doch nichts weiter als ein Taschenspielertrick. Kann auch nicht ernst gemeint sein als Ihre Entgegnung gegen all diese raffinierten Einwände und Bedenken. Deshalb, nein, es ist jedenfalls nicht ohne eine weitere Erläuterung ernst gemeint. Ich möchte in drei Schritten erläutern, dass das meines Erachtens kein bloßer Taschenspielertrick ist, sondern dass das wirklich der Kern des Ganzen ist. Erstens könnte man ja denken, okay, hier wird mir etwas untergeschoben, indem ich nämlich dieses scheinbar harmlose T-Schema akzeptieren soll, was aber in Wirklichkeit mich von etwas ganz Konkretem und nachvollziehbar Verständlichem führt zu etwas viel theoretisch Anspruchsvollerem. Nämlich hier, wenn Äpfel Zucker enthalten, das ist ein Satz, der was über Äpfel sagt, und hier, es ist wahr, dass Äpfel Zucker enthalten, das sagt doch etwas darüber, dass unsere Überzeugung über den Zuckergehalt von Äpfeln gesichert sei, über unseren Zugriff auf diese, also über den menschlichen Zugriff auf diese Sache.
Nein, natürlich eben ja gerade nicht. Das stimmt ja gerade. Dem analytischen zufolge, dem analytischen Realismus zufolge eben nicht. Dieser Satz sagt nichts darüber, dass unsere Überzeugung über den Zuckergehalt von Äpfeln gesichert ist. Sondern dieser Satz hat keinen epistemischen Gehalt. Okay, könnten Sie vielleicht sagen, aber doch, es passiert doch was anderes. Mir wird trotzdem etwas aufgeladen, mir wird nämlich Metaphysik aufgeladen. Der vordere Satz sagt etwas über Äpfel, aber der hintere Satz sagt etwas über eine rätselhafte Beziehung zwischen einer Proposition und der Wirklichkeit. Und dagegen möchte ich mit zwei Schritten antworten. Erstens, das trifft nur auf die Korrespondenztheorie zu. Und vielleicht haben Sie schon zwischen den Zeilen rausgehört, dass ich kein Fan der Korrespondenztheorie bin und eigentlich auch gar keine Lust habe, die groß zu verteidigen, sondern meiner Meinung nach liegt das Heil in der deflationären Wahrheitstheorie. Ne? Eine deflationäre, realistische Wahrheitsauffassung. Das ist das, was wir gebrauchen können in der Erkenntnistheorie. Aber gut. Und die deflationäre Theorie ist nicht darauf verpflichtet, dass hier irgendetwas über eine rätselhafte Beziehung von zwischen einer Proposition und der Wirklichkeit gesagt wird. Aber selbst aus Sicht der Korrespondenztheoretiker ist der Punkt hier noch zu verteidigen. Ne? Auch für Korrespondenztheoretiker ändert die Tatsache, dass dieser hintere Satz etwas über eine Beziehung zwischen einer Proposition und der Wirklichkeit sagt, nichts an der Feststellbarkeit der Wahrheit mit Hilfe von Konditionalen des Typs C1. Gut, okay. Sie müssen solche Konditionale einsetzen und akzeptieren, obwohl die sie tragen von einer Aussage über Äpfel zu einer Aussage über das Bestehen dieser Übereinstimmungsbeziehung. Aber wichtig für das Feststellen der Wahrheit, also für das Feststellen der Wahrheit des Satzes, dass Äpfel Zucker enthalten, also dass sie feststellen können, dass es wahr ist, dass Äpfel Zucker enthalten, ist nur, dass alle Konditionale dieser Form gelten. Und es ist nicht wichtig, dass ich dieses dasselbe bedeutet wie dieses oder dass hier nichts zusätzlich reinkommt, was hier nicht drinsteckt. Das heißt, Sie müssten irgendwie daran zweifeln, ob alle Konditionale der Form T1 gelten und es gibt eigentlich eben keinen vernünftigen Grund daran zu zweifeln. Noch ein dritter Schritt zur Erläuterung, der das auch noch jetzt noch ein bisschen weiter trägt. Natürlich bleibt die Frage, ob wir jemals mit einer außerkognitiven Wirklichkeit konfrontiert sind. Zum Beispiel in der Wahrnehmung, erstmal unbeantwortet dadurch. Und das ist eine große Motivation derjenigen, die hier überhaupt zunächst mal Zweifel am Wahrheitsbegriff anmelden. Aber diese ganze Überlegung zeigt, dass dieses Problem, wenn es denn ein Problem ist, überhaupt nichts spezifisch und speziell mit dem Wahrheitsbegriff zu tun hat, sondern natürlich können Sie immer noch daran zweifeln, ob wir wirklich letztlich feststellen können, dass es wahr ist, dass Äpfel Zucker enthalten. Aber das können Sie nur dann bezweifeln, wenn Sie auch Zweifel daran haben, dass wir feststellen können, ob Äpfel Zucker enthalten. Und ganz allgemein, nur wenn Sie bezweifeln, dass man überhaupt irgendetwas über die außerkognitive Welt feststellen kann, können Sie auch grundsätzlich daran zweifeln, dass man feststellen kann, ob eine Proposition über die außerkognitive Wirklichkeit wahr ist. Und das bedeutet, der Locus dieser Zweifel ist falsch gewählt, wenn man sie als Argument gegen eine realistische Wahrheitsauffassung ausspielt, sondern diese Zweifel, wenn sie denn ernst zu nehmen sind, betreffen in Wirklichkeit einen
grundsätzlichen erkenntnistheoretischen Zweifel und sind in Wirklichkeit nicht im ersten Kapitel, sondern im letzten Kapitel der Erkenntnistheorie zu behandeln, nämlich zum Thema Skeptizismus. Es ist eigentlich ein radikaler Skeptizismus, der hier auf dem Horizont erscheint. Und interessanterweise wollen die Autoren, die wir heute betrachtet haben, wie Rorty, Neurath oder Bradley, keine Skeptiker sein. Aber man kann eigentlich diesen Zweifel daran, ob man feststellen kann, dass etwas im realistischen Sinne wahr ist, nur hegen, wenn man grundsätzlich Zweifel daran hegt, ob man überhaupt etwas feststellen kann. Das kann man natürlich machen und diskutieren, aber das diskutiert man eben besser in einem anderen Kapitel der Erkenntnistheorie. Beim Wahrheitsbegriff sind diese Zweifel eben falsch aufgehoben. Wir werden uns zum Thema der philosophischen Wahrnehmungstheorie, wo eine der Wurzeln und Quellen dieser Bedenken, glaube ich, eben eigentlich liegen, nochmal eben in einem anderen Teil dieser Vorlesung genauer befassen. So, damit möchte ich jetzt wirklich bewenden lassen und freue mich auf unsere synchrone Sitzung und bis dahin alles Gute. Tschüss.